Heute teste ich Mythen in GTA 5, die absolut gar keinen Sinn machen. So, wir sind hier gerade im FIB-Gebäude und aus einer Story-Mission wissen wir ja, dass es komplett zerstört ist. Aber wenn wir jetzt nach draußen gehen, soll da wohl kein Loch sein. So, wir sehen jetzt hier Franklin und ich würde sagen, wir gehen mal aus dem FIB-Gebäude raus und drehen uns um. Und was zur Hölle, da ist einfach wirklich kein Loch. Das macht ja gar keinen Sinn. Ein Reh soll schneller als der Zug sein und das probieren wir einmal aus. Wir rennen jetzt hier einfach mal mit dem Reh los und schauen, ob wir wirklich schneller sind als der Zug. Und ich denke, wir können es jetzt schon sehen. Wenn ihr genau drauf achtet, dann sind wir wirklich etwas schneller als der Zug. Und das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Okay, macht euch bereit. Wenn man einen Schneeball gegen einen Laden wirft, dann soll man wohl Sterne bekommen und man wird verhaftet. Okay, let's go. 1, 2, 3, let's go. Und wir bekommen wirklich einen Stern. Was ist denn das?